Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Mass Effect, die Legendary Edition, Schrägstrich Mass Effect 3. Wir machen weiter. Höchstwahrscheinlich mit der letzten wunderschönen Folge hier, wo wir hier sein werden. Mal gucken, wie es weitergeht. Es wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Und ja, wir gehen jetzt hier runter und beenden den Krieg. Schätze ich mal. Und gehen zu Admiral Anderson und mal gucken, was er heute von uns hat. Was ist denn hier? Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard. Sind Sie das? Jacob, halten Sie durch? Wir machen Sie fertig. Trifft's eher. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Ich nehme Sie beim Wort. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Sir. Shepard Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Samara. Moment, ich verbinde Sie. Ich habe mich schon gefragt, ob ich Sie wiedersehen würde, Samara. Es war höchste Zeit, dass ich in Ihre Schlacht ziehe. Ihr Motivationstalent ist jetzt notwendiger als je zuvor. Glauben Sie, es wird für so viele verschiedene Völker ausreichen? Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Leben Sie wohl, Shepard. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Grant. Moment, ich verbinde Sie. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grant. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Shepard? Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Kein Problem, Grant. Es war mir eine Ehre. Mir auch, Shepard. Okay, Grunt Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Ich bin fertig. Jawohl, Sir. Gut. Okay, Leute. Dann auf zu Anderson. Hä? Komm ich denn zu ihm? Ach, da hoch oder was? Ah, okay. Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht nur auf unnahbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Primarch Victus. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte mich persönlich revanchieren. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere. Ja. Shepard. Das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Wir treffen uns dort. Wenn das hier vorbei ist, dann ist Schluss mit der Galaxieretterei. Lassen Sie Platz für die ganzen Autogramme. Wir müssen nur erst die Reaper schlagen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel, eine halbe Stunde bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben, aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht, also ducken Sie sich, wenn es sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren.
Offizier. Und Shepard. Verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben. Oh, ja. Na, wirst du diesmal überleben? Weiß ich nicht, weil das ist der Herr Erde als Feuer. Ach du Scheiße. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet! Alles geschützt! Ach du Kacke. Nach. Da. Ist ja kein durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nur zur Ablenkung da sind. Weil hinter uns könnte man auch reinkommen. Oder? Ach du Kacke, oder so. Verdammt. Wie sind unsere Verluste? Es wurden kaum noch Verwundete hergebracht. Immerhin etwas. Wie kommen Sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja, das ist es. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt ganz bestimmt in 5 Minuten was Schlaues ein. Irgendeine letzte Ermunterung? Vorsichtig sein. Gleichfalls. Lassen Sie uns tun, was getan werden muss. Oh, okay, ja. Wie ist dein Zustand? Der Blut, da ist sehr viel Blut. Sein Bein ist unter, ist nicht weggesprengt. Oh mein Gott. Sammy, wo bist du? Ich kann ihn nicht finden. Schreibe bitte schnell zurück. Die Leute gehen da rein und wenn sie rauskommen, sind sie anders. Nicht mehr menschlich. Ich höre die Stimmen, die in meinem Schild kriechen und flüstern. Sie hören nicht auf, bis ich dahin gehe, wo die anderen hin waren und zu so ein Ding werde. Oh Gott, bitte, es soll aufhören. Soll aufhören, soll aufhören. Ich höre nicht auf die Stimmen, ich gehe da nicht rein. Ich kann machen, dass es aufhört. Ich weiß, was zu tun ist. Okay, versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Als die Rachni die Galaxie vor 2000 Jahren in die Knie gezwungen hatten, als alles verloren schien und das Ende nahte, da führte ein Wort den tödlichen Schlag. Ein Wort trieb die Monster zurück in den Höllenschlund. Und ein Wort brachte den Tod zu einem Feind, den niemand zu bekämpfen wagte. Dieses Wort lautete Krogana. Und heute erheben sich die Kroganer erneut. Heute schmieden wir einen neuen Pfad und schließen uns der Galaxie als Verbündete im Sieg an. Heute! Was ist mit dieser Zone? Wir könnten sie umkreisen und mit Verstärkung überfluten. Vergessen Sie's. Gleich erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Was wäre ich für eine Freundin, wenn ich jetzt aussteige? Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Was auch geschieht. Ich bin stolz, dass ich bei Ihnen war, Captain.
Es war mir eine Ehre, Talisora was Normandy. Für die Admirals war dieser Name früher ein Schandfleck. Und dann half uns die Normandy bei der Rückeroberung unserer Heimat. Zeit, mich zu revanchieren. Oh ja. Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage. Wie kommen sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben Sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht. Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard, es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Danke, Edie. Achso. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 40% von Hammer haben sich gemeldet. Da kommen sicher noch mehr. Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Mit jeder Minute hier gewinnen die Reaper an Stärke. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans HQ. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Puh, ja. Jawohl, Sir. Johnson, Coates. Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schick Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe, stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden.
Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht allein. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und gemeinsam besiegen wir ihn. Gut, dann auf in die letzte Schlacht. So. Das niemals dann durchqueren. Okay. Los geht es, Leute. Aua. Okay. Oh. Schon. Zack. So, und du auch weg. Ja. Was denn das?
Ach so. Hier ist ja keine Muni mehr. Kritisch. Aber die Zeit, Kumpel. Ich habe noch genug Rücksicht. Ja. Das war wichtig. Mist. Gut, dass ich in die Munition gekommen bin, ne? Ah nein! Ah. Ich hab mich gesehen, ne? Ah, jetzt hör mal. Ja. Ich kann. So ein Mistviech. Blöden Ausweichmechanik, ne? Ja. Komm, lad doch wieder auf, bitte. Was ist das? Ja, nein, nein, auf! Hör doch auf damit, Mensch! Oh, der kriegt ja nicht wieder eine behinderte Deckung, obwohl er das gar nicht will. Oh, Alter, der hat mich fast gekillt. Ah, oh, ich hasse diese Steuerung. Menschenskinder, muss das... Ja, danke, okay, egal. Komm, bring ihn einfach um. Bring es doch zu Ende. Ja, danke. Ah. Entschuldigung, aber ich hasse diese Steuerung dafür, ne? Es ist jedes Mal... Hör doch mal auf damit! Mensch, Leertaste... Alter, das Alter auf Leertaste ist, ne? Es regt einen doch nur auf. Ey, wer auf diese Mist-Idee kam, ne? Man, mit den Gegnern ist es halt nicht schlimm, dass die Steuerung diese Schwäche hat, weil die halt so easy sind, dass du nicht merkst. Aber wenn es dann ist, dass du dich schnell bewegen musst, das dann aber schwierig funktioniert, nervt es schon. Und du bist auch gut. Sehr gut. Da bin ich auch kein großer Fan von diesen Benji da oder Bungee, wie die heißen. Foxtrot und Bravo unter schwerem Beschuss. Ich finde, sie hätten die Steuerung so lassen sollen, wie sie im ersten Teil war. Im ersten war sie ja ganz gut. Aber war sie richtig gut. Im zweiten war sie auch noch gut. Im zweiten war sie am besten. Und da haben sie erweitert, logisch, aber so, dass es noch Sinn ergeben hat, dass es auch zu Steuern passt. Im dritten, die hätten die in die Steuern ein bisschen umbauen müssen. Ach komm, schon. Ach nein, nein. Oh Gottchen, ey. Gut. Ja. Funktioniert auch super mit dieser Scheißsteuerung. Sie ist weggesprungen. Voll Idee. Oh, was ist denn auf der Zone? Ja. Oh Gott. Was denn? Hau ab! Jetzt hör doch mal auf damit, Mensch! Die ganze Zeit alles auf Leertaste zu hämmern, Alter. Ey, das, kannst du mal aufhören? Hallo? Würde jetzt... Ah, fick dich doch, Alter. Ich hasse diese Stoff. Ich möchte ganz gern bitte normale Kämpfe. Ganz ehrlich, das ist ja mal das... Das ist ein Scheiß. Ja, toll. Macht auch Spaß. Ja, danke, dass du hier getroffen hast. Wenn man es wirklich ist, ist nicht weiter schlimm, weil ich nicht auf schwer spiele. Aber es nervt mich irgendwie kolossal, dass das nicht funktioniert. Ja. Super, ich hasse die Steuerung immer noch. Oh, Alter. Ja, und das ist
Also, wenn ihr. Ich bin so froh. Da war es beim Trommel da besser, ne? Eine Steuerung. Sorry, doch, da war es besser. Aber es war das Einzige. Tschüss. Was denn? Ey, habt ihr. Kriegst du nicht hin, einen Husk zu killen oder was denn? Ein bisschen blöd. Wow. Danke. Tschüss. Weil es ja niemals so, dass ich es nicht schaffe. Aber es fühlt sich auch einfach scheiße an. Es fühlt sich so. Also, es fühlt sich an wie. Was? Ja. Als würdest du Panzer steuern und ihn gleichzeitig beweglich machen. Oh ja. Oh, du musst dich wieder so viel rumhopsen, dass du da nicht getroffen wirst. Irgendwie blöde. Er steht ja auf dem Tisch. Spielt Zielscheibe. Nee. Jetzt geht er mal weg. Danke. Charlie. Danke, wir rücken weiter vor. Gut, die Tarnitz. Okay, Raketenbatterie. Hi. Oh. Ah, ja, drei. Können die so spawnen? Oh, oh, oh. Ey, die Reaper sind aber echt am härtesten von allen Gegnern. Was ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Toll, ich finde mal gut, dass bei kein Ausfall kommt. Och, was soll denn das? Ich hasse diese Viecher, weil die Steuern doch gibt. Oh, damn. Oh, nein. Nein, 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 nicht das schon wieder. Oh, bitte. Könnt ihr damit bitte aufhören? Nur nicht die Viecher, nicht alle anderen könnt ihr nehmen. Die Bandit-Dinger, kacke da. Ah, das ist die ganze Zeit. Okay, aber von hier hinten kann ich aber was machen. Oh, warte. Die will ich auch nehmen. Zum Glück habe ich dich wiederbelebt. Was ist denn?
Dann hast du. Hallo? Ja, natürlich. Aber was? Was war das? Schuss. Ja. Auch uns mal. Ja, die Position kenne ich. Ja, auf, was du gar nicht so vorhast. Was macht ihr denn da? Könnt ihr das wieder aufladen? Das aufladet ein bisschen. Ach na. Das ist auch eine witzige Animation. Ja. Könnt ihr mal, Alter, auf die Wirt zu beleben, Alter. Was damit? Junge, was machst du denn da? Da ist doch noch einer. Kannst du dich mal um den kümmern? Oh. Kann ich ja selber kämpfen. Okay, wie scheiße man macht. Wo ist denn der jetzt? Oh, jetzt haut der nicht weg, oder was? Wow. Wow, dann der weg. Ja. Alter, kann dich mal einer um den kümmern? Außer ich. Warum nimm ich. Na danke, das hat 3 Jahre jetzt gedauert, Alter. Könnt ihr auch mal was tun? Alter, ich brauch euch nicht, wenn ihr solche Sachen nicht hinkriegt, ne? Ganz ehrlich, weißt du, die schweren Sachen muss ich eh alleine machen. Das kann ich, bevor ich mitnehme. Für die Leichen, das brauche ich ja nicht. Ne, da nur ein Scheiß. Ja, alle gekillt. Alle selber. Oh, Alter, wie viel sind denn hier noch mal? Was? Man wird einmal, ja. Sehr gut. Der Zerstörer hat uns entdeckt. Wir machen die Tannix-Raketenschuss bereit. Ja, wir kommen auch kaum voran. Komm, aber dauert noch ein bisschen. Ja. Sehr schön. Oh mein Gott. Bravo und Delta haben schwere Verluste. Sie werden Lebenszeichen
Jo, jo, jo. Dann gehen wir durch. Oh nee, nee, nee. Nein, nicht schon wieder. Och man, sind die fies Mistdinger hier da, Alter. Ach, wie ich diese Scheißdinger hatte. Ja. Das ist halt toll. Ja, bitte. Oh ja. Tot? So, wir drücken schnell. Sehr stolz gemacht, so. Bei dem Text. Junge, wie sind denn das bitte noch? Sehr gut. Dann wollen wir vorankommen hier. Ach, kommen sie nicht voran, ne? Wow, ihr habt gegen einen gekämpft, Dubi. Bin stolz auf euch. So, weiter geht's. Oh komm, ey, warum sind es immer gleich da 1000 Stück von seiner? Als ob nicht einer von denen reicht. Ja, jetzt auf. So. Ach, grad die, ne? Bin zum Glück nicht gekommen. Gut, nochmal die Muni einsammeln. Sicherheitstempo. Ihr Ziele sind Bunker, Evakuierung, Shuttles, Notfalldienste, Kraftwerke, Bürger. Sie wollen weniger die Infrastruktur vernichten, sondern hauptsächlich die Bevölkerung. Wir müssen die üblichen Evakuierungspläne modifizieren. Das konventionelle Vorgehen ist nicht ausreichend. Dabei gibt es nur noch mehr Opfer. Bilden Sie kleine Gruppen, bringen Sie Überlebende aus der Stadt, erteilen Sie die Menschen so weit wie möglich weiter, sagen Leute. Verdammt. Raketenbatterie sichern.
Okay. Aua, 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 dann mache ich mir ans Werk, ne? Und sichere, was zu sichern ist. Da, und du bist auch tot. Da ist die Artillerie. Aber die Kompanie wurde ausgelöscht. Commander, hören Sie mich. Major, wie ist die Lage? Der Strahl statt das Raketenziel-Suchsystem. Wir treffen den Zerstörer, aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt! Edi, hören Sie mich! Jawohl, Commander. Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandie verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandie öffnen. Wird gemacht. Ah, da hinten. Ich hätte jetzt gehört, das wird der... Das zum anderen Monitor. Na gut, nehmen wir den hier. Bin da ja nicht wählerisch. Das war's. Ich sage Bescheid, wenn ich die Zielerfassung angepasst habe. Das hört sich gut an, Commander. Warten wir es ab. Hammer, hier ist Admiral Anderson. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben es gehört. Bereit machen. Da sind sie. So. Ja, auf damit, egal was zum, ich weiß nicht, was das Rote bedeutet, aber natürlich kommt es an. Rüber da! Er geht nicht rüber. Ja. Ey, es dauert. Ja, der wäre jetzt einmal kurz mal rüber gesprungen. Hätten wir das jetzt nicht. Die beschissene Steuerung dafür, ne? Schnell war, weil wir nur rüber hopsen. So geht echt nicht, ne? Ernsthaft. Da kommen noch mehr! Auf unsere linke Flanke achten! Oh. Auch nicht schon wieder. Oh Mist, ja. Zwei, oder? Oh nein, da bin ich, dass wir zwei sind. Oh ja, ich.
versuche gerade die Kleinen wegzubekommen. Ja, ja. Jupp, das war's mit mir, oder? Weiß nicht. Ich weiß, ob ich das schaffe. Ja, natürlich toll. Irgendwie. Okay, komm. Komm, Garrus, tu was. Egal was, tu es aber. Egal, so. Wieder einen gekillt. Aha. Du meinst, ich tot zu gehen, ne? Ja, natürlich. Was soll ich denn? Ja, komm. Auf. Oh Gott, ich hab nichts mehr, ne? Ich habe nichts mehr an Energie. Energie habe ich schon an. Ja, natürlich! Leute! Jetzt kommen die von hinten. Oh mein Gott, das ist der Muni. Oh. Oh, der Schuss kann jetzt wichtig werden. Gut, das ist schon mal für den auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, den nicht. Komm. Oh, der war wichtig. Komm. Komm. Komm schon. Das war sowas von wichtig. Ach du Elend. Okay, jetzt werde ich mich hier schön verbarrikadieren. Hilfe! Glück gehabt. Ist mit euch. Ja gut, den anderen brauchen wir eigentlich gar nicht. Werden wir uns hier schön barrikadieren. Ich hoffe mich nur nicht, dass sie mich stürmen. Das wäre kacke. Aber wir schaffen sie nicht. La. Hm. Oh. Hi. Ne, okay, die stürmen. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Jetzt stürmen die mich. Hilfe. Oh nee, oder? Da hab ich die halbe Energie wieder runtergebracht. Jetzt stürmen die Arschlöcher mich. Gut. Sehr schön. Wir haben ja 3 Mille jetzt, ja. Ich hab das ja noch nie gebraucht. Hilfe. Kommander? Zielerfassung umprogrammiert. Raketen können abgeschossen werden. Oh ja, Glück gehabt. Sie haben's gehört. Zurück zum Truck. Dann beeilen wir uns, bevor hier noch mehr auftaucht. Zielsuchsystem verbessert. Feuer! Konnte sie Interferenzen. Hat sie getroffen? Was? Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch 2 Raketen. Und wir haben ihn nicht mal angekratzt. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Commander, Hammer wird überall überrannt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Kila, wie kann es denn noch mehr von denen geben? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Wir werden es gleich wissen. Da kommen sie. Oh Gott, na, no, müsste immer von hinten kommen. Na, no, müsste nicht.
sehr gut. Rolling. Oh Gott, da gibt noch zwei von denen. Noch drei? Noch vier, noch fünf, noch sechs, noch sieben, acht, neun Stück. Jetzt könntest du den mal wieder beleben, Herrgott nochmal. Ja, wie oft muss ich drücken? Ah, die ist alles mit der Taste. Sehr gut. Einen hätten wir. Zwei hätten wir. Zwei hätten wir genommen. Oh, einer ist wohl. Einer ist sehr gut beschädigt. Gut. Auch weg. Ja. Naja, können wir nicht hinlegen. Könnte ich hier noch einmal mitnehmen. Wie sind die alle? Also alle sind demoliert schon. Ah, der eine nicht. Der eine noch gar nicht gegen. Ja. Immer aufhören zu sterben. Sehr gut. Oh, was ist denn, ganz ehrlich? Ich wiederbelebe euch, ihr könnt nicht mal eine Sekunde durchhalten. Wow. Ey. Dann brauche ich die ganze Crew bald gar nicht mehr. So, das auch weg. Was ist das denn? Ja. Komm jetzt. Heuschrecke? Noch da. Oh, was ist denn jetzt hier? Noch einer. Der neu? Was ist denn das? Will mich jetzt verarschen? Ja, komm. Kein ganzen Scheiß am. Alter. Wow, toll. Aber kommt irgendein Gegner an und ballert einmal kurz und das war's dann. Wahrscheinlich aber letzte. Ich schätze mal, es ist letzte Quest, oder? Kann das sein? Alter, der zweite Part der Mission ist ja richtig hart. Ich bin noch weggesprungen, ja. Ah, da musst du auch noch den timen bei dieser behinderten Steuerung. Wenn man ja sagen kann, gut ist. Ich. Oh, ja, aber. Ist auch so, die sterben auch die ganze Zeit, ne? Ah ja, Tour Praxi. Kann ich mir nicht Panther brechen, oder? Rüber! Ja, ich finde diese. Ja, natürlich. Junge, wie soll ich. Ja, komm. Also. Steh auf, Mensch. Steh doch auf. Hallo. Ah, oh, die ist alles mit der Taste, ne? Ich drück fünfmal, damit er einmal das mal richtig macht. Damit er einmal tut, was ich will.
komm. Sehr gut. Hoppa. Danke, Sarah. Ah, und jetzt kommt das Ding da an, ne? Ich glaube kaum, dass ich die jetzt sind hier zurückhole, meine Gruppe, dass sie dann lange noch überlebt. Fuck, fuck, fuck. Ja genau, da wollte ich hin. Ich brauche die Muni. Und hier drinnen bin ich müsste ich safe sein vor ihm. Ja, dann. Ah, hier steht nichts, okay. Da komm. Ja. Dann. Sehr gut. Ah. Och komm schon. Reicht nicht so lang dann? Oh ne, ich bin wieder die. Warum können wir nicht einfach irgendwie nochmal sagen, ist gut jetzt, haben wir es geschafft? Nein. Gott. Ja, die eben war ja eigentlich auch. Oh ne, oder? Leck mich, das habt ihr jetzt nicht gemacht. Natürlich habe ich verguckt. Ich glaube ja. Oh Gott. Was denn? So. Ah, jetzt habt ihr hier einen normalen, keine Ahnung, ihr habt das wieder so gemacht. Also das hatten wir doch eben vor 2 Sekunden. Ja, der ist jetzt. Ja, komm, wie viele haben wir denn hier alle eingebaut? Ja, also warte, nein, nicht festkleben, bitte. Oh Mensch, hör doch mal auf damit. Warum? Alter, ohne Witz, sorry, aber es regt mich jedes Mal auf. Und ich weiß ja, dass ich jedes Mal irgendwie gefühlt, aber es regt jedes Mal aufs Neue auf. Aber aus dem Aspekt, dass es jedes Mal die gleichen Probleme bereitet. Oh nee, wie sind die wieder los, ne? Oh. Verstanden, Lady. Komm. Oh, Alter, das war ja ein Kampf, ey.
Bitte, 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 bitte. Ja! Er geht runter! Feuern Sie aus allen Rohren! Zerstörer neutralisiert. Gute Arbeit, Edi. Shepard, wir sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Verstanden. Shepard, hier drüben! Gut, Sie haben es geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Des Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tigel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut. Dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett.